So, wir hoffen, das Geräusch habt ihr gehört. Immer wenn man dieses Geräusch hört und man hat eine Ditronic-Alarmanlage verbaut, dann wird es Zeit, die Batterien zu wechseln. Die ganz eifrigen und sorgfältigen, die machen das jedes Jahr. Die sich nach den Vorschriften halten, die machen das alle 2 Jahre. Und die Schlampe wie ich, die machen das dann, wenn es immer piepst, ja. Und das ist heute der Fall. Das heißt, ich werde heute alle Batterien tauschen von der Ditronic-Alarmanlage. Und die Ursi ist in der Zeit anderweitig beschäftigt. Ja, letztes Mal nach unserer Tour habe ich hier die Batterien abbezogen und jetzt, weil wir wieder vorhaben, weiterzureisen, frischer Bezug hin. Jawohl, und dann wollen wir euch noch ein Prüfgerät vorstellen. Das haben wir zugeschickt bekommen zum Ausprobieren. Das wollen wir auch noch ausprobieren und euch vorstellen. Und dann sage ich noch ein paar Worte zur Scheibe, denn das könnt ihr euch ja erinnern. Wir blenden das nochmal ein. Oben, irgendwo da oben, glaube ich, ja. Egal. Wir blenden das nochmal ein. Da haben wir die Scheibe, die Nanoversiegelung machen lassen und das Ergebnis zeigen, sagen wir euch auch noch was dazu. Soweit, also macht euch bereit und es geht los. So, und wenn man von diesen Signalgebern die Batterien tauschen will, dann kauft man sich am besten gleich so mehrere Viererpacks. So haben wir das gemacht. Es gibt natürlich noch andere Hersteller, also es gibt auch noch die Firma Fata und Duracell und was alles. Und zwar ist es, nimmt man das Lithium die CR2032 Batterie. Und wie man die austauscht, das zeige ich jetzt mal. So, also da oben sitzt das gute Stück und damit man sich's ein wenig leichter macht, lässt man die Scheibe ein bisschen runter. So, dann haben wir da so ein Schweizer Messer. Man kann das auch als Flaschenöffner nehmen. Gehen wir da rein und schon kommt einem das Ding entgegen. Und da sieht man schon, da braucht man nur Klappen und schon hat man die Batterie. Hier ist sie. Jetzt braucht man nur mal das Schweizer Messer. Die Batterie da rauszuziehen. Die Batterie raus. Na, komm. Kann man sich ja vorbereiten. Ja, kann man vorbereiten. Ja, ist klar. Ist halt helle. Ja. Kleinen Moment, ich krieg's auch. Wenn ich mir nicht in die Finger schneide, habe ich es gleich. War ja nicht das erste Mal. Da ist wahrscheinlich auch eine Alarmanlage verbaut, dass die nicht rauskommt. Da ist er schon. Rein. Zack. Zack, blinkt. Und passt. Oh je, schaut mal, was mit unserer während unserer Abwesenheit passiert ist. Ein Vogel hat seine Visitenkarte hinterlassen. Okay, ich glaube, sowas soll Glück bringen, oder? Was sagst du? Gell? So ein Vogelschiss bringt Glück. Jawohl, und Okay. deswegen tauschen wir jetzt auch die Batterien, damit das Glück erhalten bleibt. Ja. So. Und diesmal bin ich besser vorbereitet. Also die neue Batterie liegt schon bereit. Und mit einem hörbaren Klacksen klickt es wieder rein. Zack. Wichtig, die alten Batterien nicht in den Müll werfen, sondern in die Entsorgungsstation. War das richtig, Ursi, dass ich das betont habe? Ja, das war genau Meine richtig. Umweltfreundin, ja, die Freundin der Umwelt, Ursi, der gefällt es auch, wenn man so agiert. Klar, muss man ja auch Logisch. schließlich. Wir wollen ja unsere schöne Umwelt auch weiterhin erhalten. Zumindest was wir tun können, das wollen wir tun. Genau. In dem Zusammenhang auch noch interessant ist zu sagen, ist, dass man das am besten dann wieder so rein macht, dass dieser Knauf hier,
dass dieser Knauf unten ist, also möglichst nah am Magneten. Und dann zieht man hier so einen kleinen Ding rausschauen, so einen kleinen Zapfen. Und man sieht, also auch hier ist dieser kleine Zapfen, da ist ein kleines Löchle. Und so muss das dann reingesteckt sein, dass das ineinander reinpasst. Und dann macht es auch wunderschön Knack. Jetzt müssen wir mal schauen, das ist also seitenverkehrt. Insoweit muss man das immer ein bisschen anders machen. So. So schaut es jetzt hier aus. Und ich habe es richtig. Und jetzt macht es Knack. Also ab dem dritten Fenster ist man der Profi. Und ab dem fünften Bett der Meister. Und die Meisterin des Bettes ist die Ossi. Und wie ihr seht, ist jetzt hier bei uns klassisch verteilt. Helle ist für die Technik zuständig und die Ursi, na, fürs Bettenmacher. Jawohl. Und nachdem ich mit Technik nicht so viel am Hut habe, ja, brauchen wir manchmal einen Handwerker. Und nachdem die Ursi mit dem Kochen nicht so viel am Hut hat, tue ich auch nur das Kochen übernehmen. Naja, also keine Regel ohne Ausnahme. So ist es, genau. So, und wie es ausschaut, ist an den Türen gar nichts verbaut zum Austauschen. Das scheint wohl mit Strom versorgt zu sein, weil wir ja auch eine Zentralverriegelung haben. Und das probiere ich jetzt mal aus. Also ich habe zumindest kein Teil gefunden. Jetzt schauen wir, ob es funktioniert. Ich habe jetzt hier scharf gestellt. Jetzt schauen wir nochmal. Jetzt bauen wir erstmal auf. Also, die Türen sind auch scharf gestellt, obwohl da nichts verbaut ist dran. Das war jetzt also überhaupt kein Problem, diese Batterien zu tauschen. Alle zwei Jahre sowas mal zu machen, ist keine Anstrengung. Manche sagen, das kann jeder Blödmann. Ja, ich sag, das kann sogar ich. Also, Helle, so musst du dich jetzt auch wieder unter deinen Scheffel stellen. Hab ich ja nicht. Ich habe nur gesagt, manche sagen, das kann jeder Blödmann. Ich drücke mich, ich sag sowas nicht. Ich sag, das kann sogar ich. So einfach ist das. Ja. Naja, okay, wenn er so meint, aber ich würde es jetzt nicht so ausdrücken. Danke, Ursi. So, dieses Gerät haben wir zugeschickt bekommen. Wahrscheinlich wollte er zeigen, dass sogar ich das bedienen kann. Ich habe es aber jetzt noch nicht ausgepackt. Das packe ich jetzt aus und habe mal schon vorher mal geschaut, wo man sowas anstecken kann. Habe nichts gefunden. Mir wurde gesagt, das ist da beim Sicherungskasten drinnen, hier, ja. Mal sehen, ich habe noch nicht vorher abgeschraubt gehabt, also es ist jetzt auch für mich eine Überraschung. Und dann schauen wir mal, ob man es anschließen kann und ob man dabei was sieht. Zur Erklärung, das ist ein Code Reader, also der kann das Fahrzeug auslesen, ob es störungsfrei ist, was meines Erachtens sinnvoll ist, gerade wenn das Fahrzeug eine gewisse Zeit lang gestanden hat. Ja? Also, wir probieren es jetzt einfach mal aus. So, in der Lage auszupacken war ich, aber das Ganze irgendwo reinzupfriemeln habe ich nicht geschafft, weil wie immer, wenn ich was anfasse, dann kommt immer eine ungeahnte Schwierigkeit dazu. Ich vermute, dass das hier hingehört, aber wie ich diese Klappe hier wegkriege, das weiß ich nicht. Und bevor ich das Fahrzeug zerstöre, schraube ich wieder alles zusammen. Also, ich kann noch nichts dazu sagen, aber wir melden uns bis diesbezüglich nochmal während der Fahrt. Ich schreibe den Hersteller, der mir das zugeschickt hat, mal an und frage ihn, welche Klappe ich bedienen soll und wie ich die aufkriegen soll, ohne dass ich das Fahrzeug zerstöre. Und dann lassen wir das jetzt erstmal auf sich beruhen. So, das war ein kleines Video mit zwei Dingen. Einen Vorschlag konnte man nicht realisieren. Aber da werden wir nachbessern. Die Batterien haben wir getauscht. Wir verlinken auch die passenden Batterien für die Tetronic-Anlage unten in der Infobox. Da könnt ihr euch das anschauen und könnt den Link gleich benutzen, wenn ihr wollt. Ansonsten die CR20... Ich weiß es nicht mehr. Du blendest ja ein. Wir blenden es ein. Unten. So, dann haben wir noch, schulden wir euch noch eine Antwort, denn wir haben ja ein Video gedreht, wie wir unsere Scheibe haben ausbessern lassen. In diesem Video haben wir auch eine Nano-Versiegelung anbringen lassen und es hat geheißen, man braucht dann keine Scheibenwischer mehr.
Wir können sagen, die Nanoversiegelung rentiert sich, aber keinen Scheibenwischer mehr, das kann man definitiv nicht sagen. Nee, also wenn dann nachher die ganze Scheibe voll Wasserpünktchen oder wie nennen wir, oder ja, Wassertropfen ist, das kann ich überhaupt nicht leiden, wenn ich dann fast nichts mehr sehe. Und dann muss man natürlich den Scheibenwischer anschalten. Und was mir auch aufgefallen ist, das Wasser, was runterläuft, wenn das dann nachher getrocknet hat und du ja dann mit deinem Scheibenwischer Wasser den Dreck wegmachen willst, dann sieht man immer so diese Streifen, wo das Wasser runtergelaufen ist. Ja, eine gewisse Zeit lang. Also man muss das 3-4 Mal mit dem Scheibenwischer drüber oder öfter, ein bisschen öfters und dann ist die Scheibe sauber. Aber man muss auch sagen, der Schmutz bleibt nicht so haften. Also egal, ob das tote Fliegen sind oder ob das auch Dreckspritzer sind, die gehen relativ leicht weg. Das geht ganz leicht weg, ja. Und Scheibenwischer schmieren nicht mehr, das muss man auch sagen. Denn unsere Scheibenwischer sind ja auch schon ein bisschen in die Tage gekommen, haben auch schon teilweise leicht geschmiert. Das tun sie definitiv nicht mehr. Also es ist ein Vorteil, ob es einen das wert war. Ich weiß gar nicht mehr, was es gekostet hat, aber in dem Video, wenn ihr euch das nochmal anschaut, dann nennen wir das und das, ich würde sagen, das hat sich gelohnt. Wenn das wirklich 2 Jahre hält, dann hat sich das gelohnt. Ich dachte, 1 Jahr hält es. 2, glaube ich. Schau im Video nach. Wir schauen uns dann selber das Video also, nochmal an. Ich gehe davon aus, dieses Mal hält es etwas länger, da wir ja viele, viele Wochen nicht fahren konnten. Ja. Bedingt durch diese Corona-Krise. So, dann habe ich noch eine Sache, die mir am Herzen liegt, die ich euch zeigen möchte. Und zwar ist es jetzt gerade im Sommer, ist es das Dachfenster. Wir alle haben die Angewohnheit, und das ist natürlich logischerweise, dass wir das Wohnmobil verlassen und dann die Dachfenster, ich blende mal das ein bisschen die Kamera nach oben, damit ihr das auch sehen könnt. Ah, man sieht es schon, ja. Und dann machen wir natürlich die Dachfenster zu, damit die Sonne nicht so reinbrennt. Und das Dachfenster ist oben zu. Ich möchte nur darauf hinweisen, dass, das wisst ihr ja auch von eurer BKW-Scheibe, dass da, wenn die Sonne reinscheint, sich eine Wahnsinnshitze drunter bildet, also mit Sicherheit über 60 Grad. Und dass das nicht gut für die Verleimung ist, das wollte ich gesagt haben. Das heißt, ihr solltet immer entweder etwas den Deckel oben offen lassen. Den Deckel, also das, oder dieses das Rollo. Oder am besten beides, das Rollo leicht geöffnet und auch das Fenster leicht geöffnet, wenn keine Regengefahr besteht. Wenn Regengefahr besteht, natürlich nicht. Das wollte ich heute nur mal ans Herz legen. Ihr könnt es ja selber nachrecherchieren. Aber das habe ich schon öfters gehört, dass es Probleme gibt von Leuten, die das komplett zumachen. Dann stehen sie in der prallen Sonne, da entwickelt sich ein Wahnsinnshitze und irgendwann wird das Dach undicht, weil der Kleber nicht mehr richtig hält oder was auch immer dann die Ursache ist. Das war unser kleines Abfahr. Wir machen unser Gustl Abfahrt fertig. Ja. Denn wir wollen am Sonntag losfahren. Und zwar in die Schweiz. Und nachdem wir in die Schweiz erst am Montag reinfahren darf. Wir aber schon am Sonntag fahren. Hat es aber folgende Bewandtnis, dass wir einen Verwandtenbesuch in Zürich machen. Ja, mein kleiner Enkel hatte nämlich Geburtstag und ich habe meine Familie ja jetzt schon seit Weihnachten nicht mehr gesehen. Und deshalb versuchen wir jetzt natürlich am Sonntag schon in die Schweiz einfahren zu können. Und bevor ihr uns schimpft, Verwandtenbesuche sind auch jetzt schon zulässig in der Schweiz. Ja, nur sind wir uns nicht ganz sicher, ob sie uns mit dem Gustl schon reinlassen. Ich bin mir sicher, die Ursi ist sich wieder mal nicht sicher. Wir werden sehen und ihr werdet es auch sehen. Ihr werdet es erfahren, wenn wir dann mit dem Zöllner die Auseinandersetzung haben, aber da gibt es keine Auseinandersetzung, das geht schon klar. Also auf jeden Fall, wir sehen uns dann vermutlich das nächste Mal aus der Schweiz. Und somit sagen wir jetzt einfach tschüss. Bis dann.